Ja, Leute, das passiert, wenn man zu doof ist, einen Schrank aufzubauen, ey. Oh, ich kann das auf jeden Fall absolut nicht. Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze jetzt gerade hier in meinem neuen Zimmer. Ja, wundert euch nicht, dass ich gerade so aussehe, wie ich aussehe, denn ja, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Auf jeden Fall, ich bin sehr kaputt. Denn ich bin gerade dabei, ein Möbelstück von mir aufzubauen, denn ja, das ist das hier. Mein TV-Fernsehregal von Ikea. Ich muss echt sagen, es ist echt schwieriger, als ich eigentlich gedacht hätte. Und es dauert extrem lange. Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit 2 Stunden dabei. Obwohl, okay, ich muss echt gestehen, ich bin auch sehr abgelenkt, was mein Handy jetzt angeht und so. Ich bin dann mal bei Snapchat und muss mal zurückschreiben jemanden oder was weiß ich, ne? Dann macht man so eine Pause, weil es ja so anstrengend ist. Nein, aber es ist anstrengend, vor allem, wenn man das alleine machen muss. Dann ist es ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen. Denn man hat halt keine Hilfe. Ja, genauso wie die Tapete, die ich selber tapeziert habe. Das war auch ein Chaos. Ich habe mich sogar so verrenkt, dass ich mich absolut gar nicht bewegen kann. Also natürlich kann ich mich bewegen, aber es tut einfach unfassbar weh. Und ich muss auch noch hier den Schrank aufbauen und ich kann nicht mehr, weil ich wirklich Schmerzen habe und ich habe wirklich Hunger. Ich bin echt froh, wenn ich den Schrank aufgebaut habe. Ich dachte mir, dass ich euch ein bisschen zeige, wie ich den aufbaue. Also, was heißt wie? Ich muss selber gucken, wie ich den aufbaue, wegen der Anleitung. Einfach währenddessen mit euch einfach quatsche, denn ich habe euch etwas zu sagen. Und es gibt viele Sachen, die ich euch erzählen will. Denn es gibt viele Sachen, die ich zu erzählen habe. Wie ihr mitbekommen habt, bin ich gestern wiedergekommen von München. Denn ja, ich habe meinen Plattenvertrag unterschrieben bei der Sony. Und ich bin unfassbar glücklich. Ich kann es selber gar nicht glauben, Leute. Wirklich jetzt, ich kann es überhaupt nicht glauben. Das ist einfach so krass für mich, denn ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Plattenvertrag haben werde. Allein schon, weil ich, ja, ich singe halt jetzt noch nicht so lange, wie ihr wisst. Und, also ich singe halt seit einem Jahr, aber singen habe ich auch vorher schon getan, aber halt jetzt wirklich öffentlich, wo jeder sehen kann, wie ich singe, was ich singe und ihr wisst schon, was ich meine, weil ja, ne? Also ich meine jetzt auch, ich habe halt, also klar, ich habe vorher auch schon gesungen, aber halt nicht so im Studio, sondern einfach für mich privat bei irgendwas den Freunden vorgesungen, mit Freunden gesungen, im Chor gesungen oder was weiß ich, aber halt jetzt nicht so euch öffentlich gezeigt, dass ich singe oder dass ich gerne singe, weil ich selber noch nicht sicher war, dass meine Stimme gut genug ist, um, ja, das den Leuten da draußen zu zeigen, euch, meine ich damit. Und ja, ich habe mich einfach auch nie wirklich getraut, weil ich einfach weiß, ich habe einfach nicht, noch nicht die perfekte Stimme dafür. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall Gesangsunterricht bekommen. Das heißt, dass ich auf jeden Fall an meiner Stimme arbeiten werde. Ich werde auf jeden Fall sehr krass dran arbeiten. Ich werde mir auch wirklich Mühe geben, denn ich weiß nicht, aber singen macht mir einfach total Spaß und ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich finde das einfach so schön und dann einfach sich Sachen aus, also so Texte auszudenken und einfach dann daraus, aus deinen Gefühlen, die du dann in dem Moment hast, einfach daraus dann einen Song zu machen, wo man das einfach, ich weiß nicht, ich würde manchmal sagen, dass ich dann meine Emotionen, meine Wut, also kommt drauf an, was für ein Song das ist, ne? Es mag auch positiv sein oder halt negativ, also ein negativ in dem Sinne von zum Beispiel bei Fliegen lernen. Das war ja eher so ein, das war schon ein positiver Song, aber es war halt ein bisschen auch traurig. Aber damit meine ich jetzt, ich war negativ so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Halt einfach negative Gefühle, die ich von damals habe oder so, dass ich daraus halt einen Song mache und dann auch mit meinem Team, sage ich mal, darüber reden kann und wir dann dementsprechend entscheiden können,
wie der Song gemacht wird, wie der Text geschrieben wird, ja. Da einfach unter Vertrag genommen zu werden, ne? Und einfach meinen Traum zu leben und meine Träume zu erfüllen und einfach das machen, was mir wirklich vom Herzen Spaß macht und wo ich wirklich vom Herzen dran arbeite. Ich finde so oder so, wenn das nicht aus dem Herzen kommt, dann ist die Arbeit auch nicht gut, wird die Arbeit auch nicht gut. Und wenn man halt mit wirklich Herz und Emotionen dran arbeitet und mit Spaß, dann wird die Arbeit immer richtig gut. Also was heißt richtig gut? Ihr wisst, was ich meine. So, das merkt man dann, dass es gewollt, also ernst gemeint ist. Man merkt, dass das aus dem Herzen kommt, dass man Spaß an dieser Arbeit hat, egal wie es dann, wie das Endresultat ist. Aber im Endeffekt merkt man trotzdem, dass man sich, dass die Person sich Mühe gegeben hat und nicht einfach so, okay, muss ich so, kann ich es machen. Das so, ich weiß nicht, muss nicht sein. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall eine große Chance für mich. Und ich bin so glücklich und es werden auf jeden Fall so viele Sachen auf mich zukommen. Ich bin selber schon extrem gespannt. Also das, was wir bis jetzt besprochen haben, ist schon sehr krass. Also, oh mein Gott, ich würde euch das am liebsten alles so erzählen, aber es ist halt noch nicht wirklich genau sicher, aber das ist unser Plan. Aber dieser Plan, wenn das klappt, dann ihr könnt euch auf jeden Fall hundertprozentig freuen. Und sobald mein Zimmer fertig ist, werde ich auch auf jeden Fall weiter bessere Videos machen können, mich genau voll auf YouTube und Instagram und Musical.ly interessieren, alles klar. Sag schon, wie hieß das denn? Fokussieren können. Denn wie ihr schon bemerkt habt, bin ich momentan nicht so aktiv. Ich habe aber auch schon den Grund gesagt, da wir halt jetzt im Umzugsstress sind, ihr seht, ich baue gerade auf, ich würde am liebsten chillen, es ist Freitagabend, möchte ich mich beeilen und das sehr, sehr schnell hinter mir bekommen, damit ich auch schnell hier wohnen kann. Mein Bett fehlt jetzt nur noch, das müssen wir dann auch noch aufbauen. Ansonsten brauche ich gar nichts mehr aufbauen, fällt mir gerade ein. Nee, das ist jetzt das einzige Möbelstück, was ich aufbauen muss. Und dann kann ich auch wirklich richtig coole Videos machen. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der Hintergrund extrem geil wird. Ich habe mir so viele Lichter gekauft, wirklich jetzt. Ich habe mir einfach unfassbar viele Lichter gekauft. Einfach, dass wenn ich in dem Zimmer demnächst meine ganzen Videos machen werde, dass das wirklich alles so gut beleuchtet ist. Auch wenn ich meine also tagsüber kann ich halt kein Video manchmal machen, muss es dann abends machen. Ist ja auch nicht schlimm, mache ich ja dann auch. Oder nachts, ich bekomme so oft manchmal Motivation, dass ich nachts habe, irgendwie meine Videos zu drehen. Oder noch eins zusätzlich, obwohl ich tagsüber schon eins für Samstag oder so gedreht habe. Und ja, mir war das halt wichtig, dass das Zimmer sehr gut beleuchtet ist, damit ich auch abends halt, wenn es dunkel ist, Videos machen kann und ihr mich perfekt seht. Ich weiß, noch ist es noch nicht krass beleuchtet, es kommen noch mehr Lampen dahin. Ach du Scheiße. Hier wäre eigentlich auch noch eine Lichterkette und an meiner Fensterbank sind auch noch so Lampen. Und dann habe ich meinen Riesenspiegel, meinen Traumspiegel, oh mein Gott. Und dazu habe ich auch noch richtig helle Lampen geholt. Und da kommt auch noch eine Lampe hin. Und die hier leuchtet auch normalerweise. Also deswegen, es wird auf jeden Fall Beleuchtung ohne Ende geben. Plus meine Ringleuchte. Und ich habe ja auch noch Softboxen, falls das nicht ausreicht. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ich habe gerade auch echt Scheiße gebaut hier. Denn... ja, ich habe das hier reingemacht, dieses Holzding. Und das sollte eigentlich da rein. Jetzt kriege ich das nicht mehr raus und ich muss das irgendwie raus. Ach Gott. Man kommt doch echt durcheinander mit dem Kram hier, ey. Deswegen, ich bin froh, wenn das fertig ist, Leute. Ohne Witz, ich habe keinen Bock mehr. Boah, ey. Apropos. Was mir gerade einfällt, das wollte ich auch noch in dem Video sagen. Viele, viele haben mich gefragt, Enya, kannst du uns bitte aufklären? Wie heißt du denn jetzt eigentlich? Weil ich ja in München war, haben ich und Osama halt unsere Reisetickets, unser Flugticket fotografiert und auf Snapchat hochgeladen.
Dort stand mein Name natürlich, Enya Wandres, aber diesmal stand da Enya mit J und nicht mit Y, so wie ihr es kennt. Viele haben sich extremst, also nicht gesagt so, ey, ich wusste gar nicht, dass du Enya mit J heißt, sondern da kamen wirklich so Nachrichten, boah, was glaubst du, was du uns anlügst und was denkst du und warum verarschst du uns, Leute? Nur mal so, ich will euch hier nicht irgendwie verarschen oder euch anlügen, aber ich schreibe mich schon so lange mit Y, dass ich dieses J gar nicht mehr, das ist einfach nicht mehr da. Weder noch für euch, weder noch für mich. Und ja, ich weiß, ihr habt mich halt mit Y kennengelernt. Ich habe von vornherein nicht gesagt, dass ich eigentlich mit J geschrieben werde. Aber Leute, kommt, das ist nur ein Buchstabe. Es wird genauso ausgesprochen. Ich finde es einfach mit Y, finde ich es einfach schöner. Ist also meiner Meinung nach. Ich lasse es jetzt auch demnächst auf meinem Ausweis ändern. Dann heiße ich gesetzlich und Deutschland und dies und staatlich Enya mit Y. Oh Gott, das war so dumm jetzt gerade. Weil ich unterschreibe, ich mache alles einfach nur noch mit Y. Ist klar, wenn ich meinen Ausweis abgebe, dann steht da halt noch mit J. Und dann müssen die das halt so eintragen. So ist ja noch mein offizieller Name. Wie gesagt, das wird nur der Buchstabe wird sich ändern. Und ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen übertrieben, dass so viele daraus ein Drama gemacht haben. Also meiner Meinung nach finde ich das übertrieben. Und dass viele daraus ein Drama gemacht haben, weil... Ich finde das absolut gar nicht schlimm, dass ich jetzt nicht euch gesagt habe, dass ich mit J eigentlich geschrieben werde. Wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich einen anderen Namen habe, so würde so, weiß ich nicht. Beispielsweise, wenn ich Anastasia heiße, aber normalerweise heiße ich Saskia. Dann könnte ich das voll und ganz verstehen, aber Leute, wegen einem Buchstabe. Man spricht das genauso aus. Dass nur der Buchstabe ändert sich halt und deswegen... Ich weiß nicht, viele übertreiben einfach meiner Meinung nach ein wenig, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich habe euch auf jeden Fall nicht verarscht, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich habe auch nie irgendwie gesagt, dass mein Name offiziell, also dass ich wirklich Enya mit Y heiße, das habe ich nirgendwo erwähnt. Ich schreibe mich einfach mit Y und bald kann mir keiner was mehr, denn dann heiße ich Enya mit Y, ja. Damit ihr mal Bescheid wisst. Ach, ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht hier, wie das geht. Ich glaube, ich habe das. Habe ich das falsch gemacht? Okay, nein. Oh mein Gott, ich dachte schon. Jetzt muss ich das gleich machen. Ey Leute, das ist so schwer. Ne? Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ich habe noch nie irgendwelche Sachen aufgebaut. Das ist komisch, wenn man auf sich alleine gestellt ist, ne? Ehrlich jetzt. Deswegen seid froh, wenn euch einer helfen kann. Nutzt das aus, ohne Witz, nutzt das richtig aus. Denn wenn, sobald ihr wirklich das alles alleine machen müsst, dann ist das nicht mehr so schön. Es ist auch nicht leicht und es dauert einfach viel länger. Ich meine, manche können das total schnell so, aber ich mach das nie. Es ist auch gar nicht mein Ding. Ich bin gar nicht so der Typ für Aufbauen, Tapezieren, Renovieren. Das ist jetzt alles zum ersten Mal, da wir halt umziehen. Ups. Nein. Holy shit. Mann. Das sieht gleich aus, Leute. Und ich raste gleich aus. Mann. Leute, ich glaube, ich habe voll die... Hä? Was mache ich denn falsch? Hallo! Digga, Mann ey. Mach ich das jetzt? Leute, ich komme hier so durcheinander mit den ganzen Schrauben, ne? Das ist nicht normal. Nein, ich will das doch gar nicht. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich bin leider nicht fertig geworden mit dem Schrank. Ich fahre nämlich jetzt schon nach Hause. Denn ich habe extreme Rückenschmerzen. Ich muss auf jeden Fall eine Tablette nehmen. Und alleine dauert das noch voll lange. Deswegen muss ich das morgen machen. Weil morgen früh fahren wir so oder so hier hin. Und ja, guckt euch mal diesen legendären Spiegel. Ist der nicht geil? Boah, ich liebe den. Boah, ich bin so froh, dass ich den gekauft habe. Ja, ich muss auf jeden Fall alles ausmachen jetzt hier. Und dann ab nach Hause.
Und dann hoffe ich, dass ich für morgen auf jeden Fall fit bin, denn ich muss das morgen auf jeden Fall fertig, also wirklich auf jeden Fall fertig kriegen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ach, ich bin müde. Ja. Ich werde gleich noch was essen. Ich habe extrem Hunger, wirklich. Mal gucken, was ich noch esse. Ich glaube, ich ernehme mich gleich eher von Chips, ey. Ich weiß es jetzt schon. Zu Hause liegen nämlich richtig geile Chips und die werde ich gleich essen. Meine Ernährung, ja, ich weiß, ich bin kein Vorbild, deswegen nehmt euch das auch nicht vor, irgendwie Chips zu essen. Ist sehr ungesund, aber naja, ist mir egal. Ja, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.